Howdy. Nächste How-To-Anleitung zu einem neuen deutschen TD. Das ist der Tier 7 TD der Deutschen, der zweite Linie. Und in meinen Augen ist der Panzer eine wahre Freude. Also er macht unwahrscheinlich Spaß, wenn man weiß, wie man ihn spielen muss und wo man ihn spielen muss. Zum Panzer direkt auf die Forschung. Wichtig als allererstes die Ketten, dann den Motor, Funkgerät kann man so oder so schon einbauen, weil es frei geforscht war bei mir. Und dann kommt die Kanone. Die Kanone ist sehr teuer mit 58.500 Forschungspunkten. Und das ist der große Knackpunkt am Panzer. Die Stockgun 169 Durchschlag und 227 mit Premium. Das heißt, also man muss eine hohe Bereitschaft dazu haben, auch Premium-Munition zu verschießen. Ansonsten wird der Panzer wirklich zäh. Ich habe, glaube ich, sehr, sehr viel Credits verschossen in der Zeit, wo ich die Stockkanone noch hatte. Mit der Top Gun ändert sich dann alles. Die Topkanone hat dann folgende Werte: 4,35 Schuss die Minute, also er schießt sehr langsam, sind knappe 12 Sekunden Reload. 231 Durchschlag, hat keine Premium-Munition, kann also nur HE oder AP verschießen. Macht einen mittleren Schaden von 490, was natürlich auf Tier 7 extrem ist. Also, ich habe, glaube ich, mein höchster Schadenstreffer war seitlich auf einen Tiger 2 mit 613 Damage. Ist keine Seltenheit, dass der mal so einen hohen Schadenstreffer abgibt. Also spaßiges Mobil. Genauigkeit auf 100 Meter sind 0,36, Zielerfassungszeit 2,5 Sekunden. Der Panzer hat einen relativ schlechten Tarnwert, weil er auch sehr groß ist, wie man sehen kann. Der Jagdpanzer im Gegensatz dazu ist schon fast klein. Was kann er oder was hat er? 850 Hitpoints, er wiegt 38,5 Tonnen, in meinem Setup wiegt er genau 37, hat nur 310 PS, was ihn wirklich langsam macht. Er ist sowohl in der Höchstgeschwindigkeit mit 25 km/h und der Wendegeschwindigkeit mit 34 Grad in der Sekunde sehr träge. Die Panzerung ist wieder nicht nennenswert, da gehen wir aber nachher wieder auf den World Tank Viewer. Und das zeige ich euch im Panzerungsmodell. Die Durchschlagskraft ist immens. Also der mittlere Durchschlag hier von 231 ist eine Ansage. Da braucht man sich auch vor Tier 9 nicht fürchten. Es ist vom Prinzip her sowas wie eine abgespeckte Ferdinand-Kanone. Und dann haben wir eine Waffenrichtgeschwindigkeit von 26 Grad. Das ist ja eigentlich Standard. Sichtweite ist seine Stärke. 400 Meter ist natürlich eine Ansage, also da gibt es überhaupt nichts. Die Sichtweite, er lebt von seiner Sichtweite, um sich selber Ziele aufzuklären oder aber über Fremdaufklärung zu arbeiten. Funkreichweite 700 Meter ist Standard eigentlich. Und was habe ich hier eingebaut? Ich habe hier eingebaut ein Tarnnetz. Optiken habe ich eingebaut aufgrund dessen, dass der Panzer einen mehr als nur bescheidenen Seitenrichtwinkel hat, also die Kanone rechts und links geht fast gar nichts, zeige ich nachher auch noch. Dafür hat er einen negativen Richtwinkel, der nicht von schlechten Eltern ist, sagen wir es mal vorsichtig formuliert. Dann natürlich noch ein Ansatz, um die Nachladezeit zu drücken. Ich habe hier die Munitionsbeladung 14 Schuss AP und einen Schuss HE, also der Panzer hat insgesamt nur 15 Schuss. Es ist abzuwägen, ob man irgendwelche Glücksschüsse tätigt oder nicht. Also ich würde dazu tendieren zu sagen, es wird sehr genau gezielt geschossen, statt auf gut Glück irgendwo einen Schuss abzugeben, der dann in der Botanik landet. Erstens ist der Reload sehr lang und zweitens ist die Munitionsbeladung einfach sehr gering. Es ist durchaus möglich, ihn leer zu schießen. Ich habe es mehrfach geschafft. Dann habe ich hier drin einen Feuerlöscher, Ersatzteilkiste und kleiner Erste-Hilfe-Kasten. Da das auch ein frontgetriebener Panzer ist, sind Treffer und die untere Frontplatte auch wieder sehr, sehr horrend. Also das führt auch fast immer sofort zum Motorausfall. Gebrannt hat er bei mir jetzt nicht so oft, aber es kommt auch vor.
Zur Crew. Die Crew ist dann, also es war meine, ursprünglich war meine Nashorn-Crew drinne. Die ist dann weitergegangen. Hier ist noch ein Crewmember drinne. Das liegt daran, weil der Borsig, der Achter, dann nur vier Crewmember hat. Und ich habe hier, wie man sehen kann, vier Mann auf Reparatur geskillt. Den Kommandanten, der geht hier auf den sechsten Sinn. So, damit kommen wir direkt zum Panzerungsmodell. Und dieses sieht aus wie folgt. Also helle Farben, wie man sehen kann, sind eigentlich immer diese Stellen ohne Panzerung, beziehungsweise mit kaum Panzerung. Fangen wir mal unten an. 0 mm wieder das gesamte Verschlusssystem von der Kanone. 10 mm hat er hier seitlich, das müssten die Emmerichs sein, also die Munitionslager und der Innenraum hier. 15 mm hat der Panzer von oben und von hinten, also auch wieder nicht mehr der Rede wert. Durchschuss mit HE sehr einfach, zudem oben rein ein HE von der Artillerie beendet meistens das Spiel. Der Fahrerplatz ist von hinten auch mit 15 mm abgedeckt, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit recht gering, dass man da getroffen wird. Müsste ja komplett durch den Panzer durchgeschossen werden. Dann haben wir hier an der Kanonenblende eine Spaced Armor von 20 mm. Stimmt nicht, sorry, mein Fehler. Die Panzerung von der Kanonenblende sind 50 mm. Mein Fehler. Und dahinter ist nichts. Also hier sind wieder 0 mm dahinter, wie man sehen kann. Das heißt, Kanonenblende sind 50 mm. Dahinter ist luftleerer Raum, wird also durchgeschossen. Wieder mit Vorsicht zu genießen. Dann gehen wir weiter. 20 mm Panzerung hat er seitlich. Und hier auf der oberen Panzerplatte vom Fahrerplatz, sage ich mal, obere Wanne. 25 mm sind die Ketten, die hier wieder als Schrottpanzerung fungieren. 30 mm die Seitenpanzerung, also kommen wir mit zusammen mit der Schrottpanzerung von den Ketten und den Seiten auf 50 mm. 35 mm obere und untere Panzerplatte. Die vordere Panzerplatte hat hier 50 mm, genauso wie der Fahrerplatz und der Aufbau. Und 60 mm hat effektiv die Kanone. Also es ist, ja, wie gesagt, das ist Vorsicht, mit Vorsicht zu genießen. Das sind Glaspanzer oder Glaskanonen, wie man sagt. Also die Panzer selber halten überhaupt nichts aus, aber haben dafür halt entsprechende Kanonen. So, dann kommen wir mal zur Kanone. Und der Seitenrichtwinkel beträgt hier 7 Grad. Also das ist alles, was er denn in Seitenrichtwinkel ermöglicht. Das heißt, er muss sehr, sehr viel nachrichten und dann neu einzielen. Von dem her, ja, es ist nicht ganz einfach zu spielen, aber wenn man den Dreh raus hat, dann macht der Panzer richtig viel Spaß. Also zumindest hatte ich sehr viel Spaß damit. So, aber sein Pluspunkt ist das hier. Der Panzer kann seine Kanone eigentlich auf seine Wanne vorne drauflegen. Das sind minus 15 Grad negativer Richtwinkel. Das heißt, man kann hier mit über Kuppen schießen. Aus Positionen, wo ein Gegner eigentlich gar nicht mehr damit rechnet. Nach oben ist dafür mit 10 Grad gar nichts drin. Also wird man von oben angegriffen, kann man sich kaum verteidigen. Was einfach den Panzer ausmacht, also er muss mit Bedacht gespielt werden und man muss ganz genau wissen, wo kann ich mit dem Panzer arbeiten, wo kann ich gar nicht arbeiten. Es gibt Karten, auf denen ist es extrem schwer, mit dem Panzer überhaupt zu spielen. Viele Stadtkarten sind davon betroffen, weil einfach nicht die Deckung vorhanden ist, um hier noch wirklich arbeiten zu können. Ich werde mal ein oder zwei Replays anhängen, je nachdem, wie viel ich jetzt noch auf dem Rechner habe, wird sich dann rausstellen. So, das war es eigentlich auch schon zur Panzerung. Dann kommen wir einfach jetzt mal zu den Replays. Damit kommen wir an beim Teil, wo es knallt und kracht, und das wäre das Replay zum Gefecht. Ein
Tier 7 Gefecht auf El Haluf, somit gehören wir mit zum Top-Tier-Apparat des eigenen Teams. Die gefährlichsten Gegner im Gegnerteam sind hier, wenn wir uns das genau angucken, von den Stats mal abgesehen, das ist einmal die E25 sind extrem gefährlich durch die hohe Feuerrate. Su-122-44 ist gefährlich durch den hohen Alpha-Schaden. Und Nashorn natürlich auch. Nashorn extrem gefährlich. Aber der größte Feind von mir in dem Gefecht ist die Artillerie, weil der sture Emil sehr, sehr splash-empfindlich ist und generell HE-empfindlich. Ich versuche hier in den TD-Spot zu kommen. Stups hier vorsichtig mal den VK 3001H an und bitte ihn, die Position zu verlassen. Stups ihn nochmal an. Er reagiert aber nicht darauf. Vom Panzer her fährt er hier noch mit der Stopgun rum. Also er ist vom Prinzip her, das muss man fairerweise sagen, eigentlich ist er hier nutzlos. Er hat nicht die Möglichkeit, Schaden zu machen. Allerdings könnte er auf einer Heavy-Flanke zum Beispiel jetzt mitsupporten aus zweiter oder dritter Reihe und dann durch Kettenabschüsse dem eigenen Team Schaden ermöglichen. Links von uns geht jetzt noch ein Panther auf. Versuche ich natürlich noch in Position zu kommen, um den noch zu beschießen. Hier können wir eben im Gefecht sehen, was ich mit dem negativen Richtwinkel meine. Also wir können den Panther jetzt an der Position, wo er ist, wenn er rauskommt, beschießen, sind aber für das gegnerische Team hier komplett unsichtbar. Der einzigste, der uns hier treffen könnte, wäre die Artillerie oder eben der Panther. Panther kommt nicht mehr raus. Ich sehe drohende Flankierungsarbeit vom VK 3002M. Natürlich für mich Priorität, dass ich hier supporte. Gebe hier zu viel Vorhalt und verschieße. Ärgerlich, sehr ärgerlich bei dem Panzer. Sollte also tunlichst nicht passieren. Auch nur Blindshots, wo man wirklich sicher ist, dass es trifft. Der hat getroffen, da kein Aufschlag sichtbar war. Der Panther geht jetzt links wieder weiter vor, also immer ein Auge auf die Minimap. Das heißt, ich muss wieder die Flanke wechseln, um hier Support zu leisten, weil auf der linken Seite sonst die eigenen Verbündeten aufgeklärt werden. Ich spiele hier wieder mit dem Richtwinkel. Wie man sehen konnte, ist gerade unten im Baum umgefallen. Hier natürlich der Abschuss auf den Panther. 513 Schaden mit einem Schuss. Keine Seltenheit bei der Kanone. Bin nachgeladen, habe mich so weit zurückgezogen, dass ich hier nicht mehr gespottet sein sollte. Sicher kann man es natürlich nicht sagen. Möchte ganz gerne wieder die rechte Flanke supporten, allerdings steht hier momentan so viel rum, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass ich hier noch irgendwas machen kann. Links ist aber auch nichts, wo ich jetzt wirklich Feuerunterstützung drauf geben könnte. Von dem her harre ich erstmal aus. Ich weiß, auf der linken Flanke stehen jetzt noch der VK 3001H, die Panzerselbstfallerfette 4C und ein Jagdpanzer. Also genug Potenzial, um hier zu spotten. Von daher entscheide ich mich jetzt mal in die Mitte zu gehen, um zu gucken, ob ich hier kurzfristig irgendwas aufklären kann. Und natürlich hat sich die gute Absicht wieder gerecht. In dem Moment, wo ich die Flanke wechsle, fährt mein Verbündeter vor, um sich abschießen zu lassen. Und ich komme leider zu spät, um hier nochmal einen Schuss abgeben zu können. Warte noch, aber es geht kein Ziel mehr auf. Von dem her ziehe ich mich hier wieder zurück. Sehe noch mal.
kurzfristig ein T49, aber hier ist einfach die Geschwindigkeit vom Gegner zu hoch, wobei es so aussah, als ob der Schuss durch den Turm durchgegangen wäre. Sogenannte Ghost Shells, aber das kann man nicht sicher sagen. Ich behaupte jetzt einfach mal, ich habe daneben geschossen. Ich habe nicht genug Einzielzeit verstreichen lassen, was mir aber nicht möglich war aufgrund der hohen Geschwindigkeit vom T49. Hätte der Schuss getroffen, wäre der T49 in jedem Fall ein One-Shot gewesen. Und der Schuss hätte sich somit bezahlt gemacht. Dafür kommt jetzt natürlich links hinter uns wieder der VK3001H. Sprich, langsam komme ich mir hier leicht verarscht vor. Ich wechsle die Flanke regelmäßig. Und komme kaum in die Gelegenheit, Schaden zu machen. So, hier wieder über den maximalen Richtwinkel gespielt. Beziehungsweise hier in der Situation sind wir noch nicht mal im maximalen Richtwinkel, wie man sehen kann. Also hier ist noch ordentlich Luft zwischen Kanonenrohr und Wanne vorne. Da geht noch einiges mehr. Wie man auch gleich sehen kann, wenn der VK hier seine Deckung verlässt. So, obwohl er voll eingezielt war, trifft der Schuss nicht. Wie man sehen kann, die Kanonenblende getroffen. Ich glaube, es hat die Kanone erwischt. Hier kassiere ich natürlich einen vom VK3001H und eine HE von der Hellcat. Vom Prinzip her ist das mit der HE von der Hellcat nicht falsch. Ich weiß nicht, wo er mich hier getroffen hat. Also ich habe keinen Durchschlagstreffer erhalten. Und durch den extrem niedrigen Schaden gehe ich hier auch einfach mal davon aus, dass die Kanone noch nicht voll ausgebaut ist, also dass die Hellcat eher im Stockzustand ist als in einem komplett ausgebauten Zustand. Nachdem jetzt hier die Artillerie massiv eingeschlagen ist, ziehe ich mich zurück. Ich habe keinen sechsten Sinn auf dem Panzer, weiß also nicht sicher, ob ich gespottet bin oder nicht. Und 379 HP sind für die AMX 1305 AM kein Hindernis, also damit ist es durchaus möglich, dass er mir einen One-Shot verpasst. Hier bin ich etwas zu langsam bei dem T20. Dafür geht der E25 auf. Obwohl der voll eingezielt war, trifft er nur die Kette, also das dürfte ein Modulschaden gewesen sein. Ich lade nach und habe jetzt hier den zweiten Schuss und der passt. Dritter Kill, 1225 sichtbaren Schaden, aber ich weiß ganz genau, dass ich hier den VK3002M noch getroffen hatte. Das heißt, ich wechsle wieder die Flanke. Die Hellcat war links, das weiß ich, weil von links kam der Beschuss. In relativ großem zeitlichen Abstand habe ich auf der linken Seite zwei Schüsse kassiert, das heißt, sie ist immer noch irgendwo links. Und ich gehe hier in Position. Nutze meine hohe Sichtweite, um hier eventuell irgendwas aufzuklären. Sehe dann, dass die Su-152 vorfährt, hier 104 Schaden. Und gleich kommt nochmal ein Hit, hier mit 85 Schaden, das heißt, hier ist eine kleine Kanone verbaut. Sehe kurz nach der Su, in welche Richtung sie die Kanone richtet und habe dann grob in die Richtung gezielt, aber da geht die Hellcat auf. Leider bin ich etwas zu langsam und bekomme hier nur noch 95 Schaden ab. Der vierte Kill. Jetzt ist es nur noch die Artillerie und ich bewege mich auch voran. Das ist der maximale Richtwinkel nach oben gewesen, gerade eben. Also sehr klein. Oder eher sehr gering. Das ist der maximale Richtwinkel nach unten. Der ist dafür umso größer. Bitte nicht fragen, wie die Kameraden, also die hier im Panzer arbeiten, dann noch laden. Dürfte eine Herausforderung sein, einen 12,8 cm Geschoss auf die Höhe zu wuchten. Aber
das ist ja mal irrelevant. Wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt noch 6 Schuss übrig. Von dem her, das Munitionskontingent ist sehr, sehr klein. Also Vorsicht mit irgendwelchen Blindshots. Wenn, versucht immer voll eingezielt zu schießen, außer ihr könnt anhand des Gefechtsverlaufs erkennen, dass das Team sowieso gewinnt, dann könnt ihr auch mal darauf hoffen, dass RNG euch irgendeinen Lucky Shot verpasst. So, damit kommen wir jetzt auch schon wieder zum Gefechtsende und zum Kampfbericht. Der sieht dann aus wie folgt. Wir haben hier bekommen 28.858 Credits, 2.342 Erfahrung. Es war ein First Win vom Tag, also nicht das überragende Gefecht. Wir können hier sehen, dass wir den VK 3002M wirklich getroffen haben. Der Schadenstreffer waren 429, also ja, ein durchschnittlicher Hit, sage ich mal. Und haben hier einen kritischen Schaden verursacht. Beim VK3001H haben wir 2-mal kritischen Schaden verursacht. Leider ist es hier nicht ersichtlich, was wir beschädigt haben. Von dem her kommen wir direkt mal zum Teamscore, lassen hier nach Erfahrung sortieren, sind bei 781 Erfahrung, also nicht wirklich viel, aber es war jetzt auch kein sensationelles Gefecht. Wir haben nur 1749 Schaden gemacht, relativ viele Schüsse sind daneben gegangen, teilweise durch schlechtes Zielen und teilweise haben wir auch einfach Pech gehabt. Im detaillierten Bericht haben wir 9 Schuss abgegeben, 7 getroffen, das heißt, wir haben 2 Schuss einfach mal komplett in die Landschaft gesetzt. Von diesen 7 Treffern haben 7 Wirkung gezeigt, das ergab 1749 Schaden. Selber haben wir 3 Schuss erhalten, alle 3 haben Wirkung gezeigt, potenziell erhaltener Schaden 695. Wir haben 5 Gegner beschädigt, 4 Gegner zerstört, sind 1,29 Kilometer gefahren und haben unterm Strich 16.815 Credits erhalten. Mit Premium waren es 1.171 Erfahrung, also recht wenig, sage ich mal. Normalerweise hätte mehr gehen müssen in einem 7er Gefecht. Aber das Ergebnis ist brauchbar, sage ich mal. In diesem Sinne war das auch schon das How-To zum Sturen Emil. Ich spiele ihn sehr gerne. Ich habe zwar momentan kaum die Zeit zum Spielen, weil ich hier nur noch mit Altlasten oder alten Videos beschäftigt bin, die ich noch aufarbeiten muss, bevor der Patch 8.10 rauskommt, wann auch immer der kommen soll. Ich muss es auf jeden Fall vorher schaffen, ansonsten sind wahrscheinlich wieder Inkompatibilitätsprobleme zwischen Replay und den der Spielversion vorhanden, und von daher mache ich es jetzt noch, nachdem mein Rechner ja auch wieder funktioniert. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht anzuschauen, es war Hilfreiches für euch dabei, würde mich über Likes und Kanalabos freuen, und natürlich wünsche ich euch weiter viel Spaß beim Panzerschrotten, viel Glück beim EP und Credits sammeln und melde mich